Hast du auch ganz viel von Washi-Tape, und zwar von dieser Sorte, die nie irgendwo passt, zu keinem Journal, zu so keiner Karte? Ganz viel eingekauft und liegt nur rum. Dasselbe mit den Designerblöcken. Auf Vorrat gekauft, weil ein, zwei Blätter da in dem ganzen Album gefallen haben und liegt jetzt nur im Schrank rum. Kein Problem. Lass uns die Sachen nutzen und solche schöne Teile kreieren. Wie das geht, erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Brigida von Kleeblatt Creations. Schön, dass du wieder zugeschaltet hast. Ich suche mir jetzt einige von den Washi-Tapes hier. Also man sieht, sind manche noch nicht mal auf. Das Orange wird sich hier anbieten, vielleicht das Grüne. Machen wir erstmal diese beiden hier. Da hier schon etwas Orange ist, wenn da mal dazwischen was bleibt. Oi, was ist das für eine Art von Washi-Tape? Ja, genau. Das ist der Moment, wo man feststellt, dass man irgendwas gekauft hat, von dem man keine Ahnung hat, was man gekauft hat. Und dass es vielleicht nicht schlecht wäre, mal auch zu lesen und genauer zu gucken. Jetzt habe ich das verstanden. fast wie ein Pflaster. Und reißen lässt sich das. Ach, das ist wirklich stoffmäßig. Keine Ahnung, woher ich das habe. Naja, das ist eigentlich nichts als Washi-Tape gedacht, nur als. Ja, das ist irgendwie selbstklebendes Band. Egal, ich nutze das hier jetzt. So, sonst weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Der Sinn des Ganzen ist Washi-Tape oder hier in diesem Falle selbstklebendes Band auf Karton zu kleben. Und ja, ich nutze hier die Blöcke von Action, was ich gekauft habe und nie nutze, und einfach Washi-Tape reißen und aufkleben. Ich habe hier in der Farbe genommen, was hier unten auch ein bisschen das Papier ist, weil man nicht immer ganz schafft oder muss man auch nicht das Ganze zu bekleben. Manchmal lugt da ein bisschen das Papier darunter. Dadurch entstehen dann schöne Effekte und natürlich geht es darum, mehrere Arten von Washi-Tape zu nehmen, mehrere Farben. Und ja, deswegen greife ich jetzt zum Washi-Tape. Groß überlegen, welche Washi-Tapes miteinander passen und welche nicht, muss man auch nicht. Die Mischung macht's. Ich habe hier ein Washi-Tape, das ist völlig deckend, so dass man von unten das Papier gar nicht sieht. Das war auch der Fall bei diesem orangen Band. Und dieses Papier, das ist so ein bisschen goldig noch, hat so goldene Muster. Und hier wird es schön, auch ein so bisschen transparenten Washi-Tape zu nehmen. Und so einen habe ich jetzt hier, dass wenn man das beklebt, dann so sieht man ganz bisschen dieses Muster von unten. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch eben so eine Art von Washi-Tape haben. Nicht die beste Qualität, liegt schon lange, weil gerade am Anfang von Scrapbooking, Journaling, Politjournal, Tagebücher machen, was auch immer man so in diese Richtung macht, denkt man, man braucht so ganz viele Sachen. Bei mir war das auch so, ich habe irgendwie was gesehen, habe mir gedacht, das wird passen, das möchte ich ausprobieren. Irgendwo gesehen, dass jemand irgendwo verschönert hat mit
Washi Tape, also Washi Tape eingekauft. Und ja, so kann man das eben jetzt total schön verbrauchen. Und es ist schon eine fast meditative Arbeit, diese Schnipsel hier zu kleben. Kann man machen, wenn man gerade Film guckt, sich irgendwo ein Podcast anhört oder einfach nicht weiß, was man heute machen soll oder will oder einfach nur vor sich hin etwas tagträumen möchte, weil ehrlich, dabei kann man das Gehirn völlig ausschalten. Wie ihr sehen konntet, ich habe hier eine Menge von verschiedenen Washi-Tape draufgeklebt, mit silbernen Sternchen gepunktet, manche teilweise transparent. Ja, die Mischung macht's. Dieser Washi-Tape ist etwas Besonderes, aber als Eyecatcher möchte ich hier dazu auch noch etwas nehmen. Schaut euch diese Washi-Tape an. Ist das nicht schön? Es wird so abgerissen wie so Tags. Ich werde jetzt das mit diesen, also durch diese zwei Stanzen hier durchkurbeln. Ich habe auch noch diese Stanze hier genutzt und hier haben wir, ups, die Ergebnisse und ich finde, das sieht wirklich klasse aus. Und hier habe ich den Schmetterling einmal aus diesen und dann aus den anderen ausgestanzt, also das Kleine aus diesen bunten, das andere hier so. Und dann haben wir hier so einen Schmetterling und jetzt zur Zeit ist das noch so ein bisschen flach. Noch eine, wenn ihr jetzt solche Stanzen nicht habt, könnt ihr auch einfach eine Schablone nehmen. Ich habe keine vernünftigen Schablonen. Das ist eher mein Problem. Aber ihr könnt euch ja eine Schablone nehmen auf der Rückseite mit Bleistift, das anzeichnen und dann so hier, würde ich sagen, nachzeichnen und dann rausschneiden. Bei diesen wird das hier natürlich total fisselig, um das rauszuschneiden. Aber wenn man zum Beispiel so eine Schablone von einem Vogel hat oder eben von einem Schmetterling oder sowas oder von etwas größeren, kann man das sich abzeichnen und dann rausschneiden. Oder man kann einfach sagen, okay, ich versuche so ein paar Blätter zu schneiden. Und dann haben wir auch noch einige Blätter. Oder süße Herzchen. Bei einem guten Washi-Tape klebt das ziemlich gut und geht hier nichts ab. Bei diesen hier, wenn ich führe, kann man da hier einige Sachen abzupfen und mit der Zeit wird das eine oder andere auch abgehen. Deswegen ist es gut zu versiegeln. Zum Versiegeln könnt ihr Kleber nehmen, egal welchen eigentlich, Tackeglow mit bisschen Wasser oder ihr könnt Acrylic-Medium nehmen oder, was ich mache, jetzt Mod Podge. Die sind jetzt alle getrocknet. Deswegen distressen wir ein bisschen die Kanten, um die so etwas Kontrast zu geben. Ein bisschen hervorheben. Lass mich hier ganz bisschen mehr Kontrast noch reinbringen. Wir haben hier die schwarzen Punkte
Und ich denke mir, eine schwarze Umrandung wird sich hier sehr gut tun. Ich werde jetzt keine Collage hier machen, aber ich wollte euch zeigen, wie toll das aussehen kann. Einfach so, später im Journal. Und hier noch die Blätter auf Weiß. Guckt euch das an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Hast du mich noch nicht abonniert? Kannst du das gerne jetzt tun, um andere Videos von mir nicht zu verpassen? Über ein Like nach oben freue ich mich natürlich auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!